Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Einer neuen Folge, naja, der ersten Folge, aber einer neuen Folge The Last of Us, wenn man so will. Naja, fangen wir gleich einfach ohne weitere Umschweife mit der Story an. Denn deswegen sind wir alle hier, oder? Auch ich. Neues Spiel. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Schauen wir mal kurz. Bitte ein ausgeglichenes Spielerlebnis. Die Ressourcen sind begrenzt. Weniger schwierig als Mittel. Erkunden. Grundsätzlich, ja, nee, machen wir Mittel. Mittel ist der, der standardmäßig ausgewählt war. Ich gehe also davon aus, die Entwickler haben das Spiel so gemacht, dass das der ideale Schwierigkeitsgrad ist, den sie erreichen wollten. Los geht's. Oh, was ist jetzt? Vorbesteller-Bonus nutzen. Schalten Sie Munitionskapazitätsverbesserung für die halbautomatische Pistole und das Fertigungstrainingsbuch frei. Okay, von mir aus. Okay. Ich starte das Spiel jetzt übrigens wirklich zum ersten Mal. Also ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal gestartet. Ich habe auch keine Ahnung. Es ist bei mir jetzt 10 nach 12, Mitternacht, 10 Uhr morgens. Gerade released das Spiel. Gerade der Download. Der Download ist noch nicht mal fertig, aber ich kann es schon starten. Ich bin jetzt, ich habe mich auch null gespoilt. Ich habe keine Ahnung, um was es geht, was los ist. Ob die jetzt einen Fundraiser draus gemacht haben, wenn zu wäre, ich wüsste es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass mich das Spiel jetzt sehr überrascht. Ich erwarte ehrlich gesagt das gleiche wie im ersten. Klingt das zynisch? Eigentlich nicht, oder? Ich meine das jetzt nicht negativ. Ich erwarte eigentlich so eine lineare Geschichte, wie halt immer von Naughty Dog. Eigentlich. Und falls die plötzlich mit irgendwas anderem daherkommen, wäre ich überrascht. Vielleicht positiv, vielleicht auch nicht. Mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen. Vor allem positiv. Negativ eher nicht so. Sony Interactive Entertainment presents. Ein Spiel von Naughty Dog. Der Butterfly-Effekt. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht im Kopf. Puh.
Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat es so hingenommen. Wir sollten zurück. Muss ich jetzt reiten? Ja, okay. Cool. Okay, wenn das, dass er sich die Hand vors Gesicht hält, wenn die Sonne rauskommt, nicht gescriptet war, sondern wirklich auch im Spiel passiert, finde ich's verdammt cool. Das ist eins von diesen Spielen, da will ich fast nicht reinquasseln eigentlich. Zum einen, weil ich die Stimmung nicht versauen will. Genau so. Zum anderen, weil ich immer Angst habe, dass die gleich zu reden anfangen und ich wirklich reinquassel. Und das will ich vermeiden. Aber dafür habe ich die Untertitel angemacht. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Dann seid ihr beide Trottel.
gleichermaßen. Wie wär's denn, wenn man mit Ellie drüber geredet hätte damals? Wie wär's denn mit der Option, anstatt alle abzuschlachten? Aber okay, ich habe mich da schon im ersten Teil genug drüber aufgeregt. Ruhig bleiben, durchatmen. Hallo? Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Macht euch die Tür zu. Es gibt bestimmt noch Mücken. Dass du nicht lachst. Ich kann es gar nicht sehen. Wer? Nachts die Tür offen lassen. Ehrlich. Und innen brennt Licht. Ich verlasse mich drauf. Oh, ich muss was machen. Cool. Kann man das später auch wirklich machen? Freeplay-Mode? Das war's. Naja, gar nicht mal so übel.
Na, das ist doch schon was. Ich habe nur eine Frage. Wann hat er die Seiten aufgezogen? Als er sie geputzt hat, waren die noch nicht dran. Okay, es ist jetzt Nacht und wir sind abends zurückgekommen. Vielleicht war zwischen der Sequenz und dem Pferde wegräumen kurz daheim, Seiten aufgezogen, gestimmt und ist dann zu Ellie gekommen. Ja, kann schon sein. Okay. Sie gehört dir. Nein, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Warum ist denn die Stimmung zwischen den beiden so super awkward eigentlich? Was ist denn da los? Ich meine, er hat dieses Geheimnis vor ihr, ist klar. Aber das war schon super awkward gerade. Vier Jahre später. Scheiße. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich ziehe mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh. Du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Yep, aber du wirst warten müssen, okay, bis ich mich hier umgesehen habe in aller Ruhe. So müde. Caro Hampton. PlayStation Controller, of course. Aber keine... Ah doch, da steht sie, die PlayStation 3. Ganz schön verstaubt. Genau wie meine. Hey, fuck, die sieht genau aus, wie meine gerade aussieht. Naja, vielleicht ist sie ein bisschen verstaubter. Was ist denn das da für ein Spiel? Jake and Dexter, oder? Ich kann es nicht genau lesen. Und die offene Hülle? Sehe ich gar nicht. Ich hätte jetzt gerne einen First-Person-Modus oder eine Taschenlampe. Beides. Schade. Naja, ich würde auch gerne lesen, was hier steht und Brave Limit und überhaupt und sowieso, aber gut. Es ist 6.30 Uhr, wahrscheinlich morgens. Warum seid ihr alle wach? Spinnt ihr eigentlich? Wenn es nachmittags wäre, okay. Da kann man schon mal aufstehen um 6 Uhr nachmittags. Aber, also wirklich... Blazing Bliss.
Thought 20. Wo kriegt man in der postapokalyptischen Zukunft, wie viele Jahre mittlerweile seit alles zusammengebrochen ist, etliche, so gut erhaltene Poster her? Holy shit. Ich meine, das hatte ja kaum Abnutzungsspuren. Hier ist wenigstens ein bisschen, ne, gefaltet, geknickt. Aber das andere, damn. Naja, gut, was steht in dem Buch? Eine Strichliste vielleicht oder so? Ich kann es nicht erkennen. Oh, malt sie? Ist das von ihr? Hat sie das? Malt sie die Sachen hier vielleicht? Deswegen sind die so gut erhalten. Ich meine, das ist eindeutig eine Schürze und ich sehe hier sonst keine Bilder. Aber warum sollte man so ein Bandplakat malen? Weil vielleicht findet sie die Band cool? Wer weiß. Animals of the Past. Könnte man jetzt eine neue Auflage machen, eventuell. Nee, wenn der Pilz nur auf Menschen geht, dann erholt sich die Natur wahrscheinlich. Da ist wahrscheinlich nichts ausgestorben, deswegen. Naja, auf geht's. Anziehen. Okay. Warum? Ich meine, okay. Ich habe mir nur gerade gedacht, warum die Pistole in den Rucksack? Sollte man die Pistole nicht irgendwo platzieren, wo man sie eher braucht? Aber wahrscheinlich erwarten die halt keinen Ärger, oder? Ich meine, hier ist es kalt. Vielleicht hilft Kälte auch gegen Pilzzombies. Könnte schon sein. In der Reflexion gibt es ein Geisterfenster. Guck mal, da sind zwei Fenster. Hier ist nur ein Fenster. Ach so, warte mal, das ist der Zwischenbalken. Ja, stimmt, okay. Stimmt. Ich meine, das ist zwar offensichtlich keine echte Reflexion, aber es ist wenigstens wirklich so ein bisschen ihr Zimmer. Das ist ja in vielen Spielen heutzutage, sind ja die Reflexionen nur noch irgendwie kreuz und quer und bilden irgendwas ab, das nichts mit dem Spiel zu tun hat. Früher war das nicht so. Es gab mal eine Zeit, in der Reflexionen wirklich Reflexionen waren. Schade, dass das irgendwie nicht mehr so geht anscheinend. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Maria, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Mhm. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Dann hat Joel ihn geschlagen? Eher geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung? Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Mädchen! Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Wenn dem Hund irgendwas passiert, dann... verbrenne ich das Spiel und zeig Naughty Dog an. Wehe. Hey, Jesse. Hey, James. So schnell wie das Licht. Willst du was frühstücken?
Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich, Entschuldigung. Sandwiches. Knarzi ist wieder im Einsatz und knarzt okay. Drum. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Ich dachte, die sind mit Steak und nicht mit Heuchler. Vielleicht war der... Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Aus dem die Steaks sind, ein Heuchler. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Hey, Ellie. Ja? Kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Okay. Komm her. Oh, jetzt wird's schwierig. Ja. Yeah. Ein Eichhörnchen! Yeah. Schöne Details hier in der Stadt, oder? Ich hätte mich gern noch mehr umgesehen. Aber ich glaube, wenn man sich zu sehr umsieht, dann merkt man, dass hier doch nur wieder Statisten rumstehen, die in ihrem Animationsloop sind, ne? Ja, genau. Ja, okay, gut, dann gehen wir. Ja, ich hab Zeit, ich komm schon. Ich weiß nur nicht, wie man sprintet. Ist anscheinend eine andere Taste wie beim Pferd. Oder ich darf gerade nicht sprinten. Our little daycare. Aber ich dachte, hier ist die... Naja, okay. Die haben halt mehrere Gebäude. Wie viele Kinder haben die denn hier in dieser Stadt? Attention, lost and found. Has moved. Ach so. Lost and found has moved. Free puppies. Ja. The Winter Dance. Das sehen wir schon zum zweiten Mal mit dem Winter Dance. Movie Night, Housebreaking Rufus. Haben wir gerade schon das Plakat gesehen dazu? Der Film mit dem Drachen und dem Mädchen. So, so. Whoever stole Chapans. Chapans. Naja, Blanket. Bring it back, he's getting cold. Don't be an ass. Aber wirklich. Wer klaut denn hier Decken? So ein Arsch. Freiwillige gesucht. We need some volunteers. Okay, Ersatz für Kelly. Wer auch immer Kelly ist. Und warum die Hilfe braucht. Aber gut, wo waren wir stehen geblieben? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig.
Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina! Es gibt Arbeit! Gib mir eine Minute! Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Hey, Dina! Können wir reden? Hey, Leute! Ich bin raus! Och, Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Jetzt kommt quasi das Shooter-Tutorial. Scheiße! Entdeckung! Los, los! Bam! Destroyed! Euch alle, ihr Verlierer! Mist! Na, warte, das krieg ich, du Zwerg! Den mache ich so fertig jetzt. Ah, nein! Ganz schön hart. Oh, verdammt! Da hast du! Nein! Frisch Schnee! Keine Gnade, nur weil ihr winzig seid. Was Schnee in den Haaren. Komm, du kriegst auch noch einen ab. Oh, wer komm, war das? Zeigst dir aber echt. Wer war das? Ganz schön stealthig. Ha! Oh, unfair! Na, wie war das? Hey! Hey! Wollt ihr noch mehr? Oh! Aufie! Damit kommt ihr nicht davon! Ach so. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann. Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Okay. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh. Schön, dass er uns losgeschickt hat. Mir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. 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 Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Wer hat denn das gesagt, bitte? Hey, hör auf. Wir sind fast fertig. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Ich dachte, er kommt mit. Was sein Job? Nur, dass er uns zum Tor bringt, oder wie? Was? Okay, von mir aus. Hier,
Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hey. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Okay, jetzt bin ich die. Wer ist das? Und wie kann ich gleich nochmal... Ah. Und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. Soweit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Damn it. Nasse Füße. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Shit. Hey, sieh mich an. Abby, nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. ja. Ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Ja.
alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Okay, ich bin echt gespannt, worum es da geht, genau. Was, wen suchen die? Joel? Warum? Ich weiß es nicht. Aber Leute, ich glaube fast, wir machen jetzt hier mal einen Break für heute. Für eine erste Folge ist das, jetzt wurden die Charaktere eingeführt. Der Plot wurde etabliert so ein bisschen, das erste Mysterium aufgebaut. Ich vermute mal, dass wir jetzt mit der Figur, die wir hier jetzt spielen, Abby, glaube ich, oder? Abby heißt sie, glaube ich, auf die Patrouille von Ellie treffen werden. Und dann wird sich wahrscheinlich offenbaren, was die Ziele von unserer Abby hier eigentlich sind, um wen sie suchen und warum sie so radikal vorgehen will auch anscheinend. Ich bin gespannt. Aber keine Ahnung, wir finden es raus in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.